Journalistinnen und Journalisten, die über Bundespolitik maßgeblich berichten. Wir veranstalten hier Pressekonferenzen und gewährleisten, dass unsere Mitglieder und die Mitglieder eines Partnervereins, des Vereins der ausländischen Presse, hier ihre Fragen stellen können, so wie an diesem Montag. Wir werden auf dem Sender Phoenix begleitet von Gebärdendolmetschern. Ein Dank an Phoenix, die das ermöglichen, und ein Hallo und ein Dank an Bernadette Peterka und Janine Rieger, die heute dolmetschen. Es gab das Corona-Kabinett, daraus berichtet uns Herr Seibert. Ja, das tue ich gerne. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Die heutige Sitzung des Corona-Kabinetts diente einer ausführlichen Beratung über die aktuelle Pandemielage, in der wir uns befinden. Es war eine Bestandsaufnahme der Situation jetzt, zu Beginn der zweiten Welle, der Situation in all ihren Facetten und dessen, was das für die kommenden Monate bedeutet. Die Pandemielage ist ernst, weil wir nahezu überall steigende Infektionszahlen verzeichnen und in vielen Gegenden, gerade in Großstädten und Ballungsräumen, auch sprunghaft steigende Infektionszahlen. Zahlreiche Großstädte liegen jetzt über dem Inzidenzwert von 50. Einige, und dazu gehören ja auch Bezirke von Berlin hier, weit über 50. Alle in der Bundesregierung sind sich darüber einig. Jetzt ist die Zeit, in der sich entscheidet, ob wir uns erfolgreich gegen diese Entwicklung stemmen können oder ob uns die Zahlen in Richtung Winter und Weihnachten davonlaufen. Und wenn es so käme, würde sich das früher oder später, wohl eher früher, auch in den Krankenhäusern, auch in den Intensivstationen wieder deutlich zeigen und würde eine wachsende Zahl von Patienten dann einen hohen Preis bezahlen. Denn schon jetzt gibt es wieder mehr schwer verlaufende Fälle mit der Notwendigkeit einer Intensivbehandlung. In einigen unserer europäischen Partnerländer sehen wir schon besorgniserregende Beispiele für eine Infektionsausbreitung, die derzeit kaum noch zu kontrollieren ist. Und ich sage das in aller Solidarität. Ich weiß, wir wissen als Bundesregierung aus den ständigen Kontakten mit den europäischen Partnern, was da Großes geleistet wird, dass da unzählige Menschen in den Gesundheitssystemen ihr Allerbestes geben. Und wir wünschen unseren europäischen Partnern wirklich allen Erfolg in ihrem Kampf gegen die Pandemie. Unser Ziel muss bleiben, und auch da ist die Bundesregierung absolut einig, die Infektionsfälle nachzuverfolgen, möglichst jeden einzelnen Kontakt, jede einzelne Kontaktperson zu finden, zu warnen, damit sie sich selber testen lassen kann, damit die unselige Ansteckungskette unterbrochen werden kann. Das geschieht in den Gesundheitsämtern, und jeder versteht, dass die trotz allem großartigen Einsatz oberhalb bestimmter Zahlen das einfach nicht mehr leisten können. All denen, die beklagen, es gebe eine zu große Konzentration auf die Zahl der täglichen Neuinfektionen, sei gesagt, die Zahl der täglichen Neuinfektionen bildet natürlich nicht das gesamte Pandemiegeschehen ab. Aber sie ist das Maß, an dem sich zeigt, ob und wie lange die Gesundheitsämter diese Aufgabe der Kontaktnachverfolgung erfüllen können oder eben nicht mehr. Mit diesen Überzeugungen wird die Bundeskanzlerin am Mittwoch auch in das Treffen mit den Ministerpräsidenten gehen. Nur wenn die politisch Verantwortlichen in Bund und Ländern eine gemeinsame Einschätzung der Ernsthaftigkeit der Lage haben und auch gemeinsam entschlossen sind zu handeln, werden wir gegensteuern können. Und die gute Nachricht ist, die Bundeskanzlerin hat das am Freitag gesagt, wir sind nicht ohnmächtig. Gegensteuern ist möglich. In dem Sinne war das am Freitag ein sehr gutes Gespräch mit den Oberbürgermeistern und Oberbürgermeisterinnen der meist betroffenen Großstädte. Daneben wurden dann im Corona-Kabinett heute noch die Themen Einreise, Teststrategie, Quarantäne und Kontaktnachverfolgung beraten. Es geht jetzt, das wissen Sie, um die finale Abstimmung der Regeln, die wir ja weiterentwickeln wollen und die wir dann im Schulterschluss mit den Ländern umsetzen wollen. So viel erstmal mein Bericht aus dem Corona-Kabinett. Nachdem ich unmittelbar schon zwei Wortmeldungen gesehen habe, würde ich, und da folgen sehr, sehr viele, würde ich erst daran anschließen und dann mit den Ankündigungen aus dem Auswärtigen Amt weitermachen. Ich beginne bei Herrn Rinke. Ja, danke. Herr Seibert, ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie im Corona-Kabinett zum einen darüber gesprochen haben, ob man EU-Partnerländern Angebote macht, Intensivpatienten wieder aufzunehmen, denn es scheint ja bei einigen doch wieder an Engpässe zu stoßen. Und das Zweite, Sie haben jetzt nichts dazu gesagt, zu der wahrscheinlich im Moment umstrittensten Regelung, nämlich den angeforderten oder vorgeschriebenen Tests für Reisende,
die innerdeutsche Reise machen wollen und aus Risikogebieten kommen. Ist darüber im Corona-Kabinett gesprochen worden? Ist da eine Änderung gegenüber den bisherigen Regelungen zu erwarten? Also, erste Frage, das war heute kein Thema, aber wie ich gesagt habe, stehen wir ja in allen europäischen Zusammenhängen sehr, sehr eng in der Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern und können dort solche Fragen jederzeit geklärt werden. Die zweite Frage, Sie fragen, kann es da neue Regelungen geben? Da muss ich natürlich darauf hinweisen, dass das nicht Regelungen des Bundes sind, sondern Regelungen der Länder, mit denen diese Länder auf eine bestimmte Inzidenz in sogenannten Hotspots reagieren. Das war Thema und das wird mit Sicherheit auch Thema der Begegnung oder der Beratungen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch sein. Aber es war heute nicht das beherrschende Thema. Der Chef des Bundeskanzleramts hat ja sich in den vergangenen Tagen dazu mehrfach geäußert. Er hat es eine echte Notfallmaßnahme genannt und hat noch einmal darauf hingewiesen, was wahrscheinlich das wirklich Wichtigste ist, nämlich dass wir uns jetzt dort, wo die Inzidenz über 50 liegt, dort, wo ein Hotspot ist, ob Großstadt oder ländlicher Kreis, mit aller Konzentration daran machen und mit aller Konsequenz auch daran machen, das Ansteigen der Infektionszahlen in dieser Stadt, in diesem Kreis wieder zu senken. Das ist die wesentliche Aufgabe. Dem hat auch das Gespräch mit den Oberbürgermeistern am Freitag gedient. Und davon hängt ja dann ab, ob man über dieses Reisegeschehen überhaupt noch lange wird reden müssen oder ob, davon hängt es ja ab. Zunächst mal müssen wir versuchen, die Inzidenz runterzubekommen, weniger Fälle zu haben, sodass die Gesundheitsämter ihre Arbeit wieder wirklich hundertprozentig erledigen können. Aber es ist ein Thema und es wird am Mittwoch auch ein Thema sein. Ja. Aber könnten Sie mir speziell zu diesen vorgeschriebenen Tests, die ja wirklich sehr umstritten sind, quer durch alle Parteien und Wirtschaftsverbände und Städtetag, können Sie uns da die Position der Bundeskanzlerin sagen? Also hat sie Verständnis für die Länder, die das einfordern, auch wenn einige kritisieren, es gibt soziale Verwerfungen jetzt vor den Herbstferien, oder wäre sie dafür, dass man das aussetzt und jetzt erstmal abwartet, was die Großstädte denn selber oder die Hotspots selber tun? Also zunächst einmal ist es eine Kompetenz der Länder zu handeln und man sieht ja, dass sie durchaus unterschiedlich handeln. Zum Zweiten hat die Bundesregierung insgesamt Verständnis dafür, dass Bürger dazu Fragen haben und auch dringliche Fragen. Und trotzdem noch einmal den Hinweis, wenn Sie eine Region haben mit ganz, ganz niedrigem Fallaufkommen, und dann ist es auch nicht vollkommen unverständlich, dass diese Region sich schützen will gegenüber Regionen, die derzeit bei 50, 60, 80 oder 100 Fällen auf 100.000 über 7 Tage liegen. Das sind Notfallmaßnahmen und unsere Konzentration in Bund und Ländern sollte dahin gehen, überall, wo es möglich ist, relativ schnell durch konsequentes Handeln und konsequente Maßnahmen die Inzidenz auch wieder unter diese Schwelle zu drücken. Aber es wird ein Thema am Mittwoch sein, dem ich jetzt hier nicht weiter vorgreifen kann. Dann bin ich bei Herrn Neuhann. Herr Seibert, ich würde trotzdem gerne nachfragen. Wird denn die Bundeskanzlerin bereit sein, über eine Änderung oder Abschaffung dieses Beherbergungsverbots überhaupt nachzudenken, bereits am Mittwoch? Das wird ja gefordert. Auch unter anderem ist der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet damit nicht zufrieden, weil es ja auch um die Testkapazitäten geht, die damit aufgebraucht werden. Und eine zweite Frage dazu, es wird ja auch unterschiedlich gehandhabt von Bundesländern. Berlin zum Beispiel zahlt nicht, NRW hingegen zahlt Reisenden die Tests. Wie sieht das die Bundesregierung? Also für unterschiedliches Handeln der Bundesländer müssten Sie sich an die Bundesländer richten, die ihre Entscheidungen treffen. Die Bundeskanzlerin wird sich mit Sicherheit am Mittwoch die Argumente aller Seiten anhören und dann wird man darüber zu diskutieren haben, was im Sinne unserer Hauptaufgabe, nämlich dieses Infektionsgeschehen nicht außer Kontrolle geraten zu lassen beziehungsweise wieder unter Kontrolle zu bringen, das richtige Vorgehen ist. Also würden Sie nicht ausschließen, dass man am Mittwoch bereits auch mit Zustimmung von Frau Merkel das Ganze wieder kippt? Sie werden mich jetzt nicht dazu bringen, dass ich hier die Beratungen am Mittwoch
vorwegnehme. Ich habe Ihnen gesagt, was die durchaus ernste Infektionslage ist derzeit, wie wichtig es ist, dass wir uns der entgegenstemmen mit allem, was Bund und Länder tun können. Dem diente die Beratung mit den Oberbürgermeistern, dem wird die Beratung mit den Ministerpräsidenten dienen. Und ich nehme jetzt keine Details vorweg, die da in Abwägung aller Argumente zu klären sein werden. Dann bin ich bei Frau Ludwig. Ja, die vergangenen Monate haben sich ja dadurch ausgezeichnet, dass man mehr auf Regionalisierung gesetzt hat, auch dadurch, dass eben die Länder entscheiden. Ist denn die Lage jetzt so angesichts der steigenden Zahlen, die ja wirklich über ganz Deutschland in unterschiedlichen Punkten gerade zu beobachten sind, dass man von diesem Regionalprinzip wieder etwas abweichen möchte und eben zum Beispiel Beherbergungsverbote für ganz Deutschland anstreben möchte auf eine größere Einheitlichkeit drängen möchte? Wenn Sie sagen Regionalprinzip, dann heißt das doch, dass man unterschiedliche Situationen auch unterschiedlich behandeln kann. Wenn in Mecklenburg-Vorpommern, um jetzt mal ein Beispiel zu greifen, es Landkreise gibt, die lange Zeit nahezu keine Fälle hatten, dann war es doch normal und verständlich, dass die Situation dort anders gehandhabt wurde als in Ballungsgebieten, die auch im Sommer immerhin eine bestimmte Zahl von Fällen hatten und die jetzt sehr stark in die Höhe schießen. Umgekehrt ist es auch verständlich, dass vergleichbare oder gleiche Situationen möglichst auch vergleichbar behandelt werden. Das ist das, was die Bürger dann natürlich auch verstehen. Regionalprinzip heißt nicht, dass alles anders ist von Bundesland zu Bundesland. Aber es heißt, dass man auf regionale Besonderheiten, auf Unterschiede in der pandemischen Lage auch reagieren kann. Also das heißt, dass das Hotspot-Prinzip, dass das bleiben soll, also dass sich die Maßnahmen an den Infektionszahlen orientieren und also dabei soll es aus Ihrer Sicht bleiben. Ich habe versucht, Ihnen vorhin zu erklären, warum es richtig ist, Maßnahmen an den Infektionszahlen auszurichten, weil die Infektionszahlen der Maßstab dafür sind, ob die wichtigste Aufgabe, nämlich die Kontaktnachverfolgung weiterhin leisten zu können, noch erbracht werden kann oder nicht. Es gibt auch andere natürlich Indikatoren, die wichtig sind für das gesamte Geschehen in dieser Pandemie. Aber diese Zahl besser als jede andere zeigt, was können die Gesundheitsämter noch leisten und ab wann sind sie überfordert. Und zurzeit haben wir natürlich punktuell Gesundheitsämter, die das, was sie tun sollen, nicht mehr leisten können, bei allem großartigen Einsatz, der da geleistet wird. Deswegen ist es richtig, diese Zahl weiterhin zu beachten. Dann bin ich bei Herrn Tiede. Eine Frage noch mal im Nachgang zu den Oberbürgermeistern. Da ist wohl auch gesprochen worden über Schnelltests und die Oberbürgermeister hatten gebeten, ob der Bund unterstützen kann bei der Zurverfügungstellung von Schnelltests für Altenheime und für andere Sachen. Können Sie kurz sagen, was dazu gesagt oder besprochen worden ist, um welche Schnelltests es geht? Und dann gleich nochmal eine Frage zum Beherbergungsverbot an das Justizministerium. Teilt das Ministerium die Einschätzung des früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, dass die Beherbergungsverbote gegen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit der Mittel verstoßen? Also ich kann jetzt nur auf die Pressemitteilung nach dem Gespräch mit den Oberbürgermeistern zurückgehen, die ja unter Punkt 7 über den Schutz vulnerabler Gruppen sprach, der eine besondere Herausforderung ist. Dabei wird stets berücksichtigt, dass die jeweiligen Regelungen nicht zu einer vollständigen sozialen Isolation der Betroffenen führen dürfen. Bei steigenden Infektionszahlen werden die Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Gruppen entsprechend angepasst. Der Bund wird durch die neue Testverordnung sicherstellen, dass die Kosten der seit kurzem verfügbaren SARS-CoV-2-Schnelltests für regelmäßige Testungen der Bewohner bzw. Patienten, deren Besucher und das Personal übernommen werden. Die verfügbaren Schnelltests sollen prioritär für diesen Bereich eingesetzt werden. Das war das, was am Freitag zwischen Bundeskanzlerin und Oberbürgermeistern und Oberbürgermeisterinnen besprochen wurde. Moment. Also ist die Regelung dann auf dem Weg? Können Sie sagen, wann die steht? Ganz da würde ich das Gesundheitsministerium hinzubitten,
Ja, wie Sie wissen, wurde ja im August beschlossen, die Testverordnung zum 15. Oktober anzupassen. Dann nehme ich an dieser Stelle eine digitale Frage. Entschuldigung, ja. Herr Seibert hat zu dem Thema, was Sie ansprechen, schon ausführlich Stellung genommen und da haben wir keine Ergänzung zu. Zwischenfrage, also zur juristischen Einschätzung hat er nicht Stellung genommen. Ich habe das gegen das Verfassungsprinzip verstößt. Was der Regierungssprecher und gegebenenfalls das BMG dazu sagt und darüber hinaus müssten Sie sich an die Bundesländer. Um die Einschätzung des Bundesjustizministeriums zu bekommen, müsste ich mich an die Bundesländer wenden. Aha. Gut, dann komme ich jetzt zu der digitalen Frage, die sich auch auf das Gespräch mit den Oberbürgermeistern vom Freitag bezieht. Bei diesem Gespräch wurde davon gesprochen, dass die Bundeswehr noch mehr Möglichkeiten habe. In dem Ergebnis des Gesprächs wird unter anderem von mehr Bundeswehrexperten in den Krisenstäben gesprochen. Was konkret soll die Bundeswehr leisten? Die Frage richtet sich an das Verteidigungsministerium und an Herrn Seibert. Und sie kommt von Herrn Wiegold von dem Block Augen geradeaus. Ja, da steige ich gerne ein. Wie Sie wissen, gibt es ja schon eine sehr intensive und umfangreiche Zusammenarbeit mit den jeweiligen Behörden, die zuständig sind. Wir haben bisher hier über 1.000 Unterstützungsanfragen erhalten, von denen wir auch 4/5 positiv beantworten und zum Teil auch schon umsetzen konnten. Was am Freitag verhandelt wurde, ist, dass wir die Zusammenarbeit mit den Kreis- und Bezirksverteidigungskommandos sowie den Landeskommandos noch weiter verstärken wollen. Bereits die Hälfte der Großstädte etwa greift auf diese Verbindungsorganisation zu, wenn es darum geht, zu definieren und herauszufinden, wie die Hilfe der Bundeswehr sein könnte und dann auch mit den jeweils verantwortlichen Stellen zu erörtern, wie man sich auf den Weg zum Stellen eines Amtshilfeersuchens dann macht. Denn auch dort gilt es, viele Auflagen und Vorgaben zu beachten. Und damit das möglichst reibungsarm geschieht, stellen wir diese Beratungsleistung jetzt verstärkt an die Seite. Daneben bleibt es natürlich dabei, dass wir helfende Hände zur Verfügung stellen, ob es in den Gesundheitsämtern darum geht, auch Nachverfolgungen zu unterstützen oder auch um medizinisches Personal. Davon sind derzeit über 170 Menschen der Bundeswehr im Einsatz. Insgesamt haben wir derzeit 1.300 Soldatinnen und Soldaten in der Amtshilfe im Einsatz. Und am Freitag ging es darum, speziell für die Großstädte nochmal darauf zu verweisen, dass wir die Zusammenarbeit mit den Kreisverbindungskommandos und den Landeskommandos deutlich auch noch verstärken können. Jetzt habe ich eine unmittelbare Wortmeldung dazu gesehen, erst von Herrn Neuhan, an das Verteidigungsministerium auch, dann bleiben wir im Moment dabei, Herr Neuhan, ja. Herr Nicole, als kurze Nachfrage zu den Zahlen. Sie sagen 1.300 aktuell im Einsatz. Wie viele hätten Sie denn noch in Reserve, die also auch dafür zur Verfügung stehen könnten? Und eine zweite Frage, es gab ja Diskussionen auch über den Zeitraum, wie lange diese Soldaten jeweils vor Ort sind. Gibt es da eine neue Regelung? Also zur letzten Frage, gibt es keine neue Regelung. Sie stehen so lange zur Verfügung, wie sie gebraucht werden. Und was die größtmögliche Anzahl an Unterstützungsleistungen angeht, gibt es auch hier keine neue Zahl. Wir sind darauf eingestellt, bis zu etwa 15.000 Menschen in Amtshilfe, wenn das denn erforderlich ist, bereitzustellen. Derzeit besteht der Bedarf für etwa 1.300 Menschen. Diese 15.000 Menschen sind in abgestufter Bereitschaftslage sozusagen zu sehen. Je nachdem, wie stark die Auslastung ist, wird eine unterschiedliche Anzahl von Menschen in eine erhöhte Bereitschaftsstufe gesetzt, sodass es auch nicht so ist, dass diese 15.000 Menschen nur auf den Anruf zu Hause warten und dann eine Minute später auf der Straße sich in ein Fahrzeug setzen, um vor Ort zu sein, sondern das geht abgestuft und so, wie es sinnvoll und verhältnismäßig ist. Die Frage hat sich erledigt. Dann Herr Jung auch dazu. Ich sehe nicht, ja. Ja, eine kurze Lernfrage. Wie setzen sich denn die 1.300 zusammen? Sind das alles nur Sanitäter und Sanitäterinnen? Nein, das ist zum einen das beratende Personal bei den entscheidenden Stellen, regional, lokal oder in den Großstädten. 172 Menschen, das habe ich mir heute Morgen noch mal geben lassen, sind medizinisches Personal, also entweder Ärzte oder Pfleger oder Ähnliches oder Pflegerinnen oder Ärztinnen. Und die übrigen dieser 1.300 sind Menschen aus der Bundeswehr in unterschiedlichster Schüttelung, sage ich jetzt mal, logistisches Personal, das mit Transporten bereitsteht, Fahrer, Fahrerinnen oder eben
einfach, sag ich mal, Durchschnittsgrenadiere oder Infanteristen oder Panzerleute, die aber bereitstehen, um nach Anweisung der Gesundheitsämter, zum Beispiel in den Gesundheitsämtern, dann zu unterstützen. Nachfrage? Nee. Gibt es jetzt an dieser Stelle weitere Fragen an das Verteidigungsministerium und den Themenkomplex Corona? Dann können wir noch wieder zurückwechseln und ich mache weiter in der regulären Liste und bin bei Herrn Warwick. Ich hätte nur eine kurze Verständnisfrage an Herrn Seibert. Sie hatten ja vorher ausgeführt, dass die Fälle von schwer verläufenden Krankheitsverläufen steigt. Können Sie dazu noch konkrete Zahlen liefern? Ich kann das jetzt hier nicht, aber das können wir sicherlich nachliefern. Ja, das ist die Beobachtung über die letzten 2-3 Wochen. Herr Jessen. Ja, ich habe 2 Fragen an Herrn Seibert. Zum einen, als das Thema droht zweite Welle im August hier diskutiert wurde, Herr Seibert, sagten Sie, dass weder Politiker noch Journalisten eigentlich definieren könnten, was man unter einer zweiten Welle versteht. Vorhin haben Sie gesagt, wir sind drin in der zweiten Welle. Wie definieren Sie sie jetzt? Worauf stützen Sie sich jetzt, wenn Sie den Begriff verwenden? Und zum Zweiten, welche Rolle spielt bei den Diskussionen der Maßnahmen im Corona-Kabinett die Tatsache, dass inzwischen Fachwissenschaftler, die sehr seriös sind, wie zum Beispiel Herr Krause vom Helmholtz-Zentrum in Braunschweig, wie auch der Präsident der Kassenärztlichen Vereinigung, Herr Gassen, massive Zweifel an den Maßnahmen, die sich wesentlich auf der Zunahme der positiv getesteten stützen haben. Sagen Sie, das spielt keine Rolle? Sagen Sie, andere Dinge überwiegen? Wie bauen Sie das in Ihre Diskussionen ein? Erste Frage, wenn ich heute den Begriff der zweiten Welle, des Beginns einer zweiten Welle verwendet habe, dann maße ich mir nicht an, ein Virologe zu sein und das mit wissenschaftlicher Präzision zu bestimmen, sondern dann ist das meine Art und Weise auszudrücken, dass wir in der vergangenen Woche 4.500, 4.700 Fälle an einem Tag haben mit einer deutlich steigenden Tendenz und noch im Juni hatten wir 300 Fälle. Und wir haben jetzt, das zeigt Ihnen die grafische Darstellung, das zeigen Ihnen die Zahlen jeden Tag, eben eine extrem dynamische, und das ist sozusagen wertfrei ausgedrückt, man könnte auch sagen, eine zum Teil dramatische Zunahme von neuen Infektionsfällen. Und das hat mich zu diesem Ausdruck gebracht, den auch andere Kundigere schon benutzt hatten, aber ich maße mir, wie gesagt, nicht an, das jetzt mit der Autorität eines Virologen so zu sagen. Die zweite Frage. Müssen Sie mich gerade nochmal, ja, es gibt eine wissenschaftliche Diskussion, das ist, glaube ich, der Charakter von Wissenschaft. Und diese Diskussion fließt natürlich in Überlegungen ein, sie wird vor allem auch im Robert-Koch-Institut, das ja für uns dazu sozusagen zuständig ist, verarbeitet, aufgenommen. Am Ende sind es jetzt politische Entscheidungen, wie es immer politische Entscheidungen waren, in die wissenschaftliche Meinung, wissenschaftliche Analysen einfließen. Von Virologen, von Infektiologen, aber genauso auch von Sozialforschern, die sich mit der Situation von Schülern an Schulen befassen. Wissenschaftliche Meinung ist kein monolithischer Block, sondern ist eine ganz breite, hat eine ganz breite Spannbreite, Gott sei Dank, in einem Land mit einer unabhängigen Wissenschaft. Und die fließt ein in die verschiedenen Überlegungen. Dennoch die Nachfrage, die Kritik sowohl von Herrn Gassen als auch von Herrn Krause aus Braunschweig richtet sich ja explizit auch gegen die Empfehlung oder Einschätzung des Robert-Koch-Instituts. Herr Gassen sprach da, glaube ich, von Panikmache und sagte, solange von 1.000 Infizierten sozusagen lediglich 3 schwer erkranken, könne man, sei dieses Maßnahmenpaket wesentlich nicht begründet, sondern Panikmache. Das ist ja keine Outsider-Stimme, sondern die kommt sozusagen von sehr fachkundiger Ebene. Welche Rolle spielt das bei der Fassung von politischen Beschlüssen? Ich habe versucht, Ihnen klarzumachen, warum die Zahl der täglichen Neuinfektionen für uns ein ganz wichtiger Indikator ist und bleibt. Weil von dieser Zahl abhängt, ob die Gesundheitsämter in der Lage sind oder nicht in der Lage sind, die Kontaktverfolgung aufrechtzuerhalten. Und diese Kontaktverfolgung,
die ja im Idealfall dazu führt, dass man eine Infektionskette unterbrechen kann, ist für uns, und da gibt es wiederum viele Wissenschaftler, die dem auch zustimmen, entscheidend dafür, ob man es verhindern kann, dass die Infektionszahlen sich unkontrolliert ausbreiten. Und dann werden sie mit Sicherheit nicht nur relativ junge Menschen erreichen, sondern würden sie sich eben in alle Schichten der Bevölkerung wieder hineinfressen mit den zu erwartenden gesundheitlichen Folgen. Und ich bin ganz gegen den Begriff der Panikmache, denn ich kenne niemanden, der Panik macht. Ganz sicherlich niemand in der Bundesregierung. Wir beschreiben eine Situation, die wir für ernst halten, von der wir auch überzeugt sind, dass es Gegenmittel gibt. Und wir werben dafür, beziehungsweise im Rahmen der Möglichkeiten des Bundes machen wir es auch so, dass wir Gegenmittel ergreifen. Das hat mit Panikmache nichts zu tun, nichts mit Angstmache, sondern mit der realistischen und ernsten Beschreibung einer Situation, die ja nicht nur uns trifft, sondern die fast alle europäischen Länder trifft, zum Teil sehr, sehr viel schwerer, als sie uns trifft, auch außereuropäische Länder. So. Herr Gavrilis. Ich hatte eine Frage ans BMJV und dann ans Gesundheitsministerium. Aber bezieht sich das noch auf das Corona-Kabinett? Bezieht sich auf den Komplex Corona, ja. Dann machen wir da weiter, ja. Und zwar gibt es ja die Diskussion in der Rechtswissenschaft und auch innerhalb der SPD-Fraktion, dass das Infektionsschutzgesetz konkretisiert werden muss. Es geht dabei um die Voraussetzung für Grundrechtseingriffe. Also Frage ans Gesundheits- und Justizministerium. Warum hat man das seit März nicht in Angriff genommen? Und Sie würden ja mindestens beide eine Formulierungshilfe beisteuern, wenn es zu einem neuen Gesetz kommt. Arbeiten Sie daran? Danke. Ich würde da tatsächlich den Kollegen vom Gesundheitsministerium, was die federführend sind für das Infektionsschutzgesetz, den Vortritt lassen. Ja, genau. Im Grunde genommen ist es so, dass das Infektionsschutzgesetz ja recht umfangreiche Eingriffe tatsächlich auch zulässt. Mir ist jetzt keine Änderung, die da angestrebt wird, bekannt und dementsprechend arbeiten wir auch nicht an einer Überarbeitung jetzt dieses Infektionsschutzgesetzes. Würde trotzdem, wenn es um Grundrechte geht, würde ich das ja zuerst auch im Justizministerium fordern. Wie bewertet man denn dort die Lage? Gibt es denn, also Nachfrage, Bedarf da nachzusteuern? Gibt es aus Ihrem Haus, wird es dazu auch eine Vorlage geben? Also wie der Kollege gerade schon sagte, sollte es da eine Erarbeitung seitens des BMGs geben, werden wir die wie immer auch auf Einhaltung aller Grundrechte mitprüfen. Dann mache ich weiter bei der Kollegin vorne rechts. Ja, Christine Joachim, ARD Hauptstadtstudio. Eine praktische Frage an Herrn Seibert. Um wie viel Uhr wird sich die Kanzlerin denn mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Mittwoch treffen? Und dann habe ich noch zwei Anschlüsse. Ich hoffe, das nachliefern zu können. Im Moment habe ich es nicht auswendig. Okay, danke. Dann frage ich noch mal eine Frage ans Justizministerium. Und zwar, wenn jetzt durch das Beherbergungsverbot Ansprüche an die Reisenden entstehen, werden die entstehen, wenn die jetzt ihre bereits gebuchten Unterkünfte stornieren müssen, dass sie das kostenfrei tun können, beziehungsweise wer trägt denn die Kosten? Und eine Frage ans Gesundheitsministerium, liegen Ihnen denn Erkenntnisse eigentlich vor, dass durch das Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten das Infektionsgeschehen sich wirklich verlangsamt? Danke. Ich könnte jetzt schon nachliefern, weil das Auswärtige Amt, das die deutschen Dinge auch immer gut im Blick behält, wusste es und ich habe es auch nochmal bekommen, 14 Uhr. Dann beginnen wir beim Justizministerium. Die erste Frage war. Okay. Also grundsätzlich können wir natürlich zu Einzelfällen keine Auskunft geben. Und alle Rücktritts-, Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen hängen halt jeweils von den vertraglichen Vereinbarungen ab. Das heißt, da müsste man gucken im Einzelfall, wer sozusagen was, wer für was haftet. Also ganz allgemein können wir dazu nur sagen, dass es jeweils von den vertraglichen Vereinbarungen abhält. Ja, im Grunde genommen möchte ich jetzt eigentlich zum Thema Beherbergungsverbot nur sagen, was Herr Seibert bereits gesagt hat. Es handelt sich dabei um einen Beschluss der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Für eine nachträgliche Beurteilung dieser Maßnahme ist es jetzt, denke ich, einfach noch zu früh. Es ist
unmöglich, jetzt zu sagen, wie sich dieses Beherbergungsverbot tatsächlich dann auf das Infektionsgeschehen auswirkt. Das lässt sich dann in der Regel erst mehrere Monate hinterher sagen. An dieser Stelle die Frage, gibt es zu dem Themenkomplex Corona an das Justizministerium noch eine weitere Frage? Ich sehe ansonsten noch viele Fragen, die haben wir, aber dann müssen wir nämlich nicht nochmal hin und her wechseln. Dann bin ich jetzt bei dem Kollegen in der Mitte links. Nein, ich hatte eine Frage zu einem anderen Thema. Okay, dann nehme ich Sie nochmal auf die Liste. Herr Steinkohl. Ja, ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium. Über die Belastung der Gesundheitsämter haben wir uns ja schon unterhalten, aber nicht über die Belastung der Testlabore. Es gibt Bilder aus Berlin, wo sich die Schlange der Wartenden vor so einem Testzentrum um den ganzen Häuserblock kringelt. Können Sie eine Einschätzung geben, wie die Kapazitäten sind, wie viel Luft da noch ist und welche Auswirkungen das hat, wenn jetzt tausende Leute, die irgendwie noch in Urlaub fahren wollen, verzweifelt versuchen, Corona-Tests zu bekommen? Ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich die Auslastung der Testkapazitäten nachreichen müsste. Grundsätzlich ist es so, das hatte ich ja auch bereits erwähnt, dass die Testverordnung überarbeitet wird. Das heißt, grundsätzlich haben ab dem 15. Oktober Reisende aus Risikogebieten keinen Anspruch mehr auf eine kostenlose Testung. Das ist auch der Grund, oder besser gesagt, ein Grund dieser Maßnahme ist, dass wir auch die Testlabore weiterhin entlasten wollen, dass natürlich jetzt der große Rahmen aus den Sommerferien jetzt abebbt und dass wir damit dann halt eben auch die Kapazitäten in den Testlaboren wieder freimachen möchten. Dann nehme ich an dieser Stelle eine digitale Frage dazu von Dominik Rzepka von ZDF heute, auch an das Gesundheitsministerium. Angenommen, die Zahl der Neuinfektionen steige tatsächlich auf über 10.000 pro Tag. Welche Beschränkungen würden Sie dann als letztmögliche umsetzen wollen? Das Schließen von Schulen wird konkret gefragt. Also das Schließen von Schulen liegt auch in der Zuständigkeit der Länder. Ich denke, es ist jetzt ziemlich müßig über eventuelle Fälle dann halt eben zu debattieren. Letztlich passen wir unsere Maßnahmen gemeinsam mit den Ländern jeweils dem Infektionsgeschehen an und so müssen dann halt eben auch weitere Maßnahmen dann bezüglich dieses Infektionsgeschehens besprochen werden. Aber um es noch mal ganz klar zu sagen, die Bundeskanzlerin hatte sich dazu mehrfach geäußert, auch zuletzt am Freitag. Es ist jetzt die Zeit, in der wir auch uns zu unseren Prioritäten als Land, als Gesellschaft bekennen müssen. Und die Priorität der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin ist zweifach, wenn man so will. Das eine ist, unsere Wirtschaft so gut wie möglich wieder zum Laufen zu bringen beziehungsweise am Laufen zu halten, weil davon Arbeitsplätze abhängen und unser Wohlstand. Und die andere Priorität gleichrangig ist, unseren Kindern und Jugendlichen Schule und Bildung zu ermöglichen und eben nicht wie im Frühjahr wieder zu einer Totalschließung, flächendeckenden Schließung der Schulen zurückkehren zu müssen. Das sind zwei Prioritäten. Und wie es bei Prioritäten so ist, ordnet sich dann manches andere denen auch unter. Und deswegen ist Teil unseres der Motivation unseres gesamten Handels als Bundesregierung, ist genau diese beiden Ziele zu erreichen. Weitere Frage von der Kollegin Sorge von Dow Jones News. Wurde im Corona-Kabinett auch über mögliche bundeseinheitliche Bußgelder diskutiert? Nein, das war heute kein Thema. Gut, dann Herr Rinke noch zu diesem Themenkomplex. Ja, eine kurze Nachfrage ans Gesundheitsministerium, eben zu Ihrer Äußerung zu den Testkapazitäten. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie die Maßnahmen, die die Länder getroffen haben, im Sinne der Entlastung, die neue Verordnung bringen soll, aber kontraproduktiv ansehen? Denn im Moment gehen ja mehr Leute, sich testen zu lassen für Reisen zu den Laboren, als dies bisher der Fall war. Und meine eigentliche Frage an das Innenministerium. Ich hätte ganz gerne gewusst, Herr Alter, ob das Innenministerium glaubt, dass angesichts der neuen Infektionslage in den umliegenden Ländern, also Nachbarländern Deutschlands, es Veränderungen an den Grenzen geben muss. Herr Rinke, es bleibt dabei, die Zuständigkeit für die Maßnahmen, unter anderem auch das Beherbergungsverbot und
die damit einhergehenden Anforderungen, beispielsweise sich testen zu lassen für innerdeutsche Urlauber, liegt in der Zuständigkeit der Länder. Bundesminister Spahn hat sich in der vergangenen Woche auch dazu geäußert, ich darf das vielleicht ganz kurz nochmal hervorheben, er hat Verständnis für die Maßnahmen der Länder gezeigt. Wichtig ist aber für die Akzeptanz, dass es einen möglichst einheitlichen Rahmen der Länder halt eben gibt. Und entscheidend ist nun mal eine rasche Eindämmung von Ausbrüchen in betroffenen Kommunen. Und das ist jetzt aus Sicht des Ministers eben die bessere Variante als jetzt umfassende Beherbergungsverbote oder halt eben Tests für Urlauber in der deutschen Reisegebieten. Ja, Herr Rinke, wir beobachten das Infektionsgeschehen natürlich auch in unseren benachbarten Staaten, also die an unseren Grenzen liegen. Und wir sehen dort eben auch eine sehr starke Steigerung in einzelnen Ländern vom Infektionsgeschehen. Und selbstverständlich fließt dies, diese Beobachtung, auch in die Überlegungen mit ein, in die Quarantäne- und Testregime, die wir in Deutschland etablieren wollen. Das bezieht sich also nicht nur auf innerdeutsches Reisen, sondern auch auf grenzüberschreitendes Reisen. Und wir versuchen mit diesen Maßnahmen das Notwendige sicherzustellen, ohne über andere Maßnahmen an den Grenzen nachdenken zu müssen. So, jetzt noch eine Frage digital, die ganz gut dazu passt, von dem Kollegen Reichmuth von CH Media aus der Schweiz. In diversen Kantonen in der Schweiz wird die 7-Tage-Inzidenz deutlich überschritten. Die Frage ist, kommen weitere Kantone auf die RKI-Risikoliste oder das ganze Land? Vermutlich ans BMG. Ich weiß nicht, wenn Sie noch zu Reisewarnungen dann ergänzen wollen. Es bleibt dabei, wir stehen da halt in einem stetigen Austausch mit dem Innenministerium und dem Auswärtigen Amt. Wir werden uns auch zur Schweiz weiterhin austauschen und gegebenenfalls dann halt eben weitere Kantone bzw. Länder dann in die Risikoliste mit aufnehmen. Ausschlaggebend hierfür ist aber halt eben, wie gesagt, die 7-Tages-Inzidenz. Jetzt kurz ein paar Hinweise meinerseits. Zum einen wurde mir mitgeteilt, dass nicht alle Fragen in der Übertragung gut zu hören sind. Deswegen bitte direkt in die Mikrofone sprechen und deutlich sprechen. Ich bitte Sie, sich auf eine Frage zu beschränken, weil wir noch viele haben und die Zeit schon fortgeschritten ist. Und die digitalen Fragen rufe ich nur auf, wenn auch Name und Medium dabei steht. Jetzt habe ich eine Frage, letzte Frage von Herrn Jessen zu diesem Themenkomplex und wir haben eine ganze Reihe an weiteren Themenkomplexen. Bitte schön. Frage entweder an Herrn Seibert und oder ans Innenministerium. Der Städte- und Gemeindebund kündigt an, dass er wohl die Kontrolle der Einhaltung von Corona-Regeln zum Beispiel bei Gaststätten und so weiter auf private Sicherheitsdienste übertragen wird. Rechtlich ist das offenbar möglich. Es werden Schornsteinfeger als Beispiel genannt, dass hoheitliche Aufgaben übertragen werden können. Ist da aber nicht doch die Gefahr einer Unterhöhlung staatlicher Autorität, wenn die Realisierung und Einhaltung so wichtiger Maßnahmen an private Sicherheitsfirmen übertragen wird? Ich kann dazu Stellung nehmen. Den Ländern und Kommunen steht es frei, private Dienstleister zur Unterstützung bei ihren hoheitlichen Aufgaben zu engagieren. Wenn sie allerdings hoheitliche Befugnisse übertragen wollen, dann kann dies nur aufgrund eines Gesetzes oder durch ein Gesetz erfolgen. Und das heißt konkret, dass das üblicherweise in Form einer sogenannten Beleihung erfolgt, und zwar nicht nur über die Frage des Ob, sondern auch über die Frage des Wie bedarf es einer gesetzlichen Grundlage. Das ist also generell möglich, sofern einzelne Städte und Gemeinden unmittelbaren Handlungsbedarf im Rahmen der Corona-Pandemie sehen, können diese prüfen, ob sie neben einer Beleihung gegebenenfalls private Sicherheitsdienstleister auch als Verwaltungshelfer einsetzen. Das würde bedeuten, dass ein Verantwortlicher der jeweiligen Behörde die Maßnahme leitet oder anleitet und private Sicherheitsdienstleister sozusagen hilfestellend zur Verfügung stehen. Das hat zur Folge, dass es keine Übertragung von hoheitlichen Aufgaben gibt. Die Bundesregierung, jedenfalls auf Bundesebene, plant nicht hoheitliche Befugnisse
auf private Dienstleister zu übertragen. Aber das ist letztlich eine Entscheidung, die auf Landesebene zu treffen ist. Nachfrage? Ja. Können Sie dann mir ein konkretes Beispiel oder uns ein konkretes Beispiel geben? Wie würde dann eine solche durch Beleihung vorgenommene Kontrolle der Einhaltung mit welchen gegebenenfalls Sanktionsmöglichkeiten etwa bei Gaststätten aussehen? Also konkrete Beispiele sind vielerlei denkbar. Beispielsweise könnte ja ein Verantwortlicher aus einer zuständigen Landesbehörde eine Kontrollmaßnahme etwa zur Einhaltung der Maskenpflicht leiten und bekommt dann eben von einem privaten Sicherheitsdienstleister Unterstützung, personelle Unterstützung, die dann wiederum aber keine eigenen hoheitlichen Ermächtigungen haben. Das heißt also, die Aufsicht über das, was geschieht, liegt bei der zuständigen Behörde. Es findet eine personelle Unterstützung statt und sämtlichen Verwaltungsmaßnahmen, sämtliche hoheitlichen Maßnahmen, die getroffen werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Behörde. Das heißt also, sie vergrößern ihre personelle Kapazität, ohne die hoheitliche Kompetenz an irgendwen abzutreten. Dann haben wir jetzt hier noch zwei Ankündigungen beziehungsweise von Herrn Seibert und drei von dem Auswärtigen Amt, bitte. Bei mir geht es ganz schnell. Ich hatte einen Termin vergessen, ihn anzukündigen. Es geht um diesen Mittwoch. Die Kanzlerin wird gemeinsam mit Bundesminister Heil am dreigliedrigen europäischen Sozialgipfel teilnehmen. Das ist ein Gipfel als Videokonferenz, der dem Austausch zwischen den europäischen Sozialpartnern und den Spitzen des Rates, der Kommission und der Ratspräsidentschaft dient. Das Thema diesmal ist gemeinsam einen inklusiven sozialen und wirtschaftlichen Aufbau Europas umsetzen. Und im Zuge unserer deutschen Ratspräsidentschaft nehmen von deutscher Seite auch noch ein Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände teil. Das Auswärtige Amt, bitte schön. Ich habe Ihnen drei Ankündigungen zu machen. Eine ist eine quasi Live-Terminankündigung. Außenminister Maas ist in Luxemburg in diesen Stunden, wo der Rat für Außenbeziehungen seit 9 Uhr läuft. Die Tagesordnungspunkte sind dort der Normalisierungsprozess zwischen Serbien und Kosovo, wo der EU-Sonderbeauftragte Herr Leitschak über seine Bemühungen brieft, die Lage in Belarus, die Beziehung der EU zu Russland, auch im Lichte aktueller Ereignisse, wie besondere die Vergiftung Alexei Nawalnys, das Engagement der EU in Lateinamerika und in der Karibik, gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Und zudem wird es beim Arbeitsmittagessen darum gehen, welche Beiträge die Europäische Union zur Stärkung des Multilateralismus und der regelbasierten internationalen Ordnung leisten kann. Aktuelles Thema wird auch Armenien und Aserbaidschan, also der Konflikt um Bergkarabach sein. Sie sehen eine volle Agenda. Der Minister hat bereits einen Doorstep gemacht und um 15 Uhr im Anschluss an den Rat erwarten wir ein Stakeout des Ministers, was Sie auch im Livestream Twitter bei uns verfolgen können. Dann habe ich Ihnen eine weitere Reiseankündigung zu machen. Außenminister Maas wird morgen nach Zypern und Griechenland reisen. Die Ankunft in Larnaka ist für die Mittagszeit geplant. Und dort wird der Außenminister zu Gesprächen mit dem Präsidenten der Republik Zypern, Nikos Anastasiadis, und Außenminister Nikos Christodoulidis zusammentreffen. Nach dem Gespräch ist für ca. 14.45 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen, die Sie auf dem Instagram-Account des Auswärtigen Amtes im Livestream verfolgen können. Im Anschluss wird der Außenminister nach Athen weiterreisen. Die Ankunft ist dort für ca. 18 Uhr morgen Abend vorgesehen. Und in Athen sind Gespräche mit dem griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis und Außenminister Nikos Dendias vorgesehen. Die Gespräche auf dieser Reise, das wird Sie vielleicht nicht überraschen, wenn Sie das verfolgen, drehen sich vor allem um die Lage im östlichen Mittelmeer. Und zuletzt habe ich noch eine Äußerung des Auswärtigen Amtes zu Libyen zu machen. Die Vereinten Nationen haben am Samstag einen umfassenden und, wie wir finden, transparenten Fahrplan für die innerlibyschen Friedensgespräche vorgestellt. Und wir begrüßen diesen ausdrücklich, denn so werden aus unserer Sicht im Rahmen des Berliner Prozesses die Voraussetzungen dafür geschaffen, für einen von Libyen, für Libyen verhandelten Waffenstillstand, für die Verständigung, für eine neue, wiedervereinte Regierung sowie für nationale Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Wir rufen jetzt alle politischen Akteure in Libyen dazu auf, diesen Prozess als Chance zu begreifen, als Chance
für eine selbstbestimmte politische Zukunft eben diesen Prozess konstruktiv zu unterstützen. Und wir rufen auch alle internationalen Partner Libyens auf, auf die libyschen Konfliktparteien positiv einzuwirken und auf die VN-Bemühungen zu unterstützen und sich dort zu engagieren. Denn aus unserer Sicht ist es die VN-Ägide, die den Rahmen gibt für eine Einigung in Libyen und die notwendige Stabilität, die dort nötig ist, die wir uns alle für Libyen wünschen. Deutschland unterstützt UNSMIL, das ist die VN-Organisation, weiterhin umfassend in allen seinen Bemühungen. Und wir möchten an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich den Regierungen der Schweiz, Ägyptens und Tunesiens danken, die die bisherigen Gespräche, die zu diesem Ergebnis geführt haben, großzügig logistisch unterstützt haben. Herr Tufinier, unmittelbar dazu. Eine Frage zu dem Konflikt Armenien-Aserbaidschan. Da kam es ja trotz der Waffenruhe zu massiven Verletzungen der Waffenruhe am Wochenende. Wie besorgt sind Sie über die Situation? Da würde ich Sie gerne auf das Statement, auf die Erklärung, die wir am Wochenende schon veröffentlicht haben, geben, verweisen. Es ist so, dass wir begrüßen, dass es diesen humanitären Waffenstillstand, der durch die Gespräche in Moskau durch die Co-Vorsitzende der Minsk-Gruppe erreicht worden, dass wir diesen Waffenstillstand, diesen humanitären Waffenstillstand begrüßen und dass es natürlich uns umso mehr und umso größere Sorge macht, wenn wir in dem Verlauf der letzten zwei Tage die jüngsten Verletzungen des humanitären Waffenstillstands sehen müssen. Und wir rufen nochmals beide Seiten wirklich eindringlich dazu auf, jetzt sich an diese Vereinbarung zu halten und damit die Voraussetzung zu schaffen, dass man wieder in Verhandlungen einsteigen kann. Dann der Kollegin, bitte. Es ist zwar nicht Bergkarabach, aber zu dem ersten Thema, was Frau Adebar angesprochen hat. Geht bitte, das? Ja, nun okay. Haben die jetzt drei. Ich habe zwar zwei Fragen zu Weißrussland. Frau Adebar, wird sich Hamas und setzt sich überhaupt die Bundesregierung dafür ein, um persönlich Herrn Lukaschenko auf die Sanktionsliste zu setzen? Und Herr Seiber, Sie haben hier mehrfach gefordert, dass die Machthaber in Weißrussland auf die Opposition zugehen sollten, zu einer Art runder Tisch. Jetzt hat Herr Lukaschenko wahrscheinlich Sie gehört und ist auf die Opposition zugegangen, und zwar im Gefängnis des KGB. Das würde mich interessieren, wie Sie diese Aktion von Herrn Lukaschenko kommentieren. Ja, Herr Jolkwa, zunächst einmal ist es absolut richtig. Die Haltung der Bundesregierung ist seit Wochen, das Lukaschenko-Regime soll erstens jegliche Gewalt unterlassen, zweitens Gefangene freilassen und tatsächlich drittens einen Dialog mit der belarussischen Gesellschaft beginnen. Und das Thema Dialog bringt uns zu dem, was da nun zu beobachten war. Alleine der Umstand, dass dieses Treffen Lukaschenkos mit einigen inhaftierten Oppositionellen in einem Gefängnis stattgefunden hat, zeigt doch, dass man hier überhaupt nicht sprechen kann von einem offenen oder gleichberechtigten Dialog auf Augenhöhe. Und trotzdem, und das ist ja auch das Bewundernswerte, lassen sich die Menschen in Belarus nicht entmutigen. Auch an diesem Wochenende hat ja der Wunsch nach Würde, nach Freiheit, nach politischer Veränderung wieder Hunderttausende auf die Straße gebracht. Und das ist das 10. Wochenende in Folge, an dem die Menschen friedlich demonstriert haben. Trotzdem gab es wieder zahlreiche Opfer von Einschüchterungen, es gab brutale Gewalt, es gab Inhaftierungen durch die belarussischen Sicherheitsorgane. Also, Herr Lukaschenko muss endlich die Zeichen der Zeit erkennen und in den längst überfälligen Dialog auf Augenhöhe mit dem belarussischen Volk eintreten. Und so einer kann nicht mit Gefangenen in einem Gefängnis stattfinden. Das versteht sich, glaube ich, von selber. Deswegen bleibt es bei unseren Kernforderungen. Nachfragen? Was den Außenminister angeht, so hat er heute Morgen gesagt in Luxemburg, wir müssen feststellen, dass seit der letzten Sitzung nichts besser geworden ist. Die Gewalt, die vom Lukaschenko-Regime ausgeübt wird, geht weiter. Es gibt nach wie vor Verhaftungen von friedliebenden Demonstranten. Ich habe vorgeschlagen, dass wir ein neues Sanktionspaket bereits auf den Weg bringen und dass zu den Personen, die dann sanktioniert werden sollen, auch Herr Lukaschenko gehört. Das heißt, die Bundesregierung setzt sich dafür ein, Herrn Lukaschenko auf die Sanktionsliste zu setzen. So haben Sie den Außenminister heute in Luxemburg verstanden. Dann bin ich bei dem Kollegen hinten rechts, ja.
Eine Frage an das Außenministerium. Am Freitag gab es noch Berichte, dass Herr Maas außer nach Athen und nach Nikosia auch nach Ankara fliegen würde. Was ist denn daraus geworden aus dieser Absicht und woran hängt es, dass er dort nicht hinfliegt? Also ich habe Ihnen für das Auswärtige Amt die Reiseankündigungen zu machen über die Stationen, die für diese Reise vorgesehen sind. Ich will nur eine Bewertung, warum er nicht nach Ankara fliegt. Der Minister hat sich entschieden, in diese beiden Städte zu reisen und das tut er. Okay, dann habe ich eine Nachfrage an Herrn Seibert. Herr Seibert, Sie haben letzten Mittwoch hier erklärt, die Öffnung der vom türkischen Militär kontrollierten Stadtteils Varosha, der Stadt vom August auf Zypern, sei ein unnötiger und provokativer Schritt, der im Widerspruch zu laufenden Bemühungen stehe, Deeskalation und Entspannung im östlichen Mittelmeer zu erreichen. Wie bewertet die Bundesregierung die erneute Entsendung des türkischen Forschungsschiffes Oruç Reis in Gewässer nahe der griechischen Insel Kastellorizo? Ja, die Bundesregierung hat die Ankündigung der Türkei zu neuerlichen Sondierungsaktivitäten im östlichen Mittelmeer zur Kenntnis genommen. Und wenn es tatsächlich zu Explorationen in diesem umstrittenen Seegebiet käme, wäre das ein sehr bedauerlicher und aus unserer Sicht auch ein unkluger Schritt. Der würde die Bemühungen um Entspannungen im östlichen Mittelmeer zurückwerfen und er wäre ganz sicher alles andere als förderlich für die Weiterentwicklung oder Fortentwicklung der EU-Türkei-Beziehungen, wie sie der Europäische Rat vorletzte Woche ja ins Auge gefasst hat. Also deswegen noch einmal wiederholt die Position der Bundesregierung. Es ist wichtig und notwendig, dass alle Beteiligten sich um die Vermeidung von Eskalationen bemühen und dass sie ihre Streitfragen im östlichen Mittelmeer inklusive der seerechtlichen Streitfragen möglichst rasch im Dialog und auf Grundlage des Völkerrechts lösen. Und wir sind weiterhin bereit, jede Bemühung zu diesem Zweck zu unterstützen. Damit sehe ich die Fragen von Herrn Karaviti und Herrn Pappas online auch als beantwortet und würde im Anbetracht der Zeit hier weitermachen. Herr Warwick, Sie hatten noch eine Frage dazu, richtig? Ja. Letzte Woche hatte Deutschland zusammen mit dem P3, also USA, Großbritannien und Frankreich, die geplante Rede des ersten Generalsekretärs der OPCW, José Bustani, vor dem UN-Sicherheitsrat verhindert. Herr Bustani sollte zu den OPCW-Untersuchungen Duma und den umstrittenen Abschlussbericht vor dem UN-Sicherheitsrat eine Rede halten. In dem Zusammenhang würde mich interessieren, aus welchen Beweggründen hat sich denn Deutschland interessiert, diese Rede zu blockieren? Also ich glaube, das ist eine Behauptung, die ich nicht für belegt halte. Insofern würde ich gern dazu noch was nachreichen. Also das ist ja alles protokolliert, kann man sich auch im UN-Livestream ansehen. Und ich gehe schon davon aus, dass das Auswärtige Amt darüber informiert ist, wenn Ihr eigener UN-Vertreter entsprechend im UN-Sicherheitsrat argumentiert. Deswegen nehme ich Ihnen ehrlich gesagt nicht ab, dass Sie das nachliefern müssen. Deswegen möchte ich ganz gerne jetzt eine Stellungnahme dazu haben. Also Herr Warwick, ich würde mich gerne über den von Ihnen aufgeworfenen Grundsachverhalt informieren. Ich bin mir ganz sicher, dass es viele Livestreams gibt. Vielleicht ist die Frage, was die darstellen, einer Beantwortung eines genauen Hinschauens durch das Auswärtige Amt wert. Und dann würde ich mich gegebenenfalls melden. So, die letzte Frage, eine Nachfrage und wirklich ist gut, weil wir sonst nicht durchkommen. Herr Rinke, die letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Entschuldigung, dieses Jahr. Jetzt haben Sie ja längst, weil das so viele Länder sind, zwei Sachen aufgetürmt, nämlich einmal eine Nachfrage zum Thema Türkei. Herr Seibert, wir haben ja auch noch einen EU-Gipfel, habe ich Sie eben so richtig verstanden, dass wenn die Türkei wieder mit Explorationen beginnt, das auch direkte Auswirkungen auf mögliche EU-Sanktionen gegen die Türkei. Herr Rinke, sprechen Sie ein bisschen lauter, weil ich glaube, der Hinweis ist auf Sie bezogen, dass man Sie nicht wirklich hört. Okay, also nochmal eine Frage zum Thema Gasstreit mit der Türkei an Herrn Seibert. Da wir diese Woche ja auch noch einen EU-Gipfel haben, ist es richtig, dass ich Sie so verstanden habe, dass wenn die Türkei jetzt wieder Explorationen durchführt in umstrittenen Gebieten, dann auch EU-Sanktionen auf der Tagesordnung stehen. Und eine Nachfrage hätte ich noch zu dem Thema Armenien gehabt. Die Kanzlerin hat ja mit dem armenischen
Präsidenten, der Ministerpräsidenten telefoniert. Sehen Sie eine besondere Rolle Deutschlands in diesem, Vermittlungsrolle Deutschlands in diesem Konflikt? Das gilt auch ans Außenministerium, die Frage. Also, Armenien, Aserbaidschan. Tatsächlich hat die Bundeskanzlerin am Sonntag mit Ministerpräsident Pashinyan telefoniert, erneut telefoniert, muss man sagen. Wir haben dazu ja auch eine kurze Pressemitteilung rausgegeben. Es gibt ja eine Vermittlung, es gab die Vermittlung einer humanitären Waffenruhe, die am Samstag in Moskau erfolgt ist und deren Ergebnis wir ausdrücklich begrüßen. Jetzt muss es darum gehen, dass diese Waffenruhe eben auch tatsächlich umgesetzt wird und dass es danach, zeitnah danach, den Gang zum Verhandlungstisch gibt. Und da nehmen wir in dem Zusammenhang natürlich die Berichte mit großer Sorge zur Kenntnis, dass Kampfhandlungen andauern. Auch dritte Staaten, die diesen Konflikt unmittelbar oder mittelbar involviert sind, sollten deeskalierend wirken. Es wird keine, kann keine militärische Lösung dieses Konflikts geben. Die Bundesregierung unterstützt die Suche nach einer diplomatischen Lösung. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Und die Frage, gut, Sie haben mich richtig verstanden. Wenn Sie verstanden haben, dass, sollte es zu Explorationen kommen, dass alles andere als förderlich wäre, dafür die europäisch-türkischen Beziehungen fortzuentwickeln. Und solch eine Fortentwicklung hat ja der Europäische Rat vorletzte Woche in seinen Schlussfolgerungen durchaus ins Auge gefasst. Darüber hinaus will ich jetzt hier nicht spekulieren. Die Kollegin in der Nochmal ganz kurz, Entschuldigung, die zur Frage OSZE und Bergkarabach. Da gibt es ja die sogenannte Minsk-Gruppe im Rahmen der OSZE und dort sind die drei Co-Chairs, die Co-Vorsitzenden Russland, Frankreich und die USA. Die spielen sozusagen die Hauptrolle und waren jetzt ja auch maßgeblich daran beteiligt, diesen humanitären Waffenstillstand auszuhandeln. Dann gibt es 6 permanente Mitglieder, unter anderem Deutschland. Und im Rahmen als permanentes Mitglied dieser Gruppe haben wir natürlich eine aktive Rolle. Ich glaube, keine besondere Rolle, aber wir haben eine aktive Rolle in dieser Gruppe und unterstützen das dadurch. Genau, die Kollegin ganz hinten rechts. Ursula Moreno, Deutsche Welle, ist eine Frage an das Bundesumweltministerium. Dann wechseln wir einmal. Es geht um die Äußerungen von Frau Schulze dieses Wochenende über das Mercosur-Abkommen. Sprechen Sie auch ein bisschen lauter, weil man das auch in der Übertragung sonst nicht hört. Über Danke. Das Mercosur-Abkommen. Sie sagte, sie kann die Ratifizierung in diesem Fall nicht unterstützen und fordert Nachbesserungen. Sie spricht von den Verstößen gegen die Umweltregeln, die nicht streng genug sanktioniert werden. Jetzt ist meine Frage, heißt das, dass Deutschland dann sich für Nachverhandlungen beziehungsweise sogar eine Blockade des Mercosur-Abkommens jetzt einsetzt? Und welche Nachbesserungen stellt sich Frau Schulze genau vor? Danke. Ja, vielen Dank für die Frage. Die Ministerin hat sich dazu gegenüber der Süddeutschen Zeitung geäußert. Das können Sie alles nachlesen. Das bedeutet, dass die Bundesumweltministerin sich zunächst einmal innerhalb der Bundesregierung dafür einsetzt, dass die Umweltregeln nicht länger Regeln zweiter Klasse sind. Wir haben in diesen Freihandelsabkommen Kapitel, die sich mit Handelsrecht beschäftigen und andere Kapitel, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Das ist im Mercosur-Abkommen schon ein großer Fortschritt gegenüber früheren Abkommen ähnlicher Art. Allerdings ist es auch in diesem Abkommen noch nicht so weit, dass die Nachhaltigkeitsregeln mit der gleichen Art von Sanktionen bewährt sind wie die Handelsregeln. Und das ist aus Sicht der Bundesumweltministerin eine große Schwachstelle, die behoben werden sollte. Insgesamt zum Verfahren. Zuständig für die Verhandlungen ist die EU-Kommission. Das Abkommen ist letztes Jahr abgeschlossen worden. Es befindet sich derzeit in der Kommission in einer sprachjuristischen Prüfung. Und die offizielle Positionierung der Bundesregierung wird erst dann tatsächlich anstehen, wenn das Abkommen von der Kommission dann an den Rat weitergeleitet wird. Eine unmittelbare Frage, Nachfrage? Eine unmittelbare Frage dazu, Herr Jung.
Herr Seibert, wie positioniert sich denn die Kanzlerin als ehemalige Umweltministerin zu dem Thema? Möchte sie Mercosur auch in Sachen Nachhaltigkeit und Umwelt nachverhandeln? Darüber haben wir ja im September hier schon gesprochen. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, oder ich habe für die Bundeskanzlerin gesagt, dass wir zu Geist und Intentionen dieses Abkommens stehen, aber man muss auch immer die Realität und die Lage vor Ort anschauen und sich fragen, ob es den guten Willen zur Umsetzung des Abkommens in diesem Geist und in den Intentionen gibt. Und da angesichts der fortschreitenden Abholzung der gesamten Situation im Amazonasgebiet, das für uns alle von klimatischer globaler Bedeutung ist, gibt es Zweifel an und Skepsis an diesem guten Willen zur Umsetzung. Und das sind Fragen, die sich da stellen, und da muss man Antworten drauf finden. Herr Linke. Aber wenn Sie sagen, der Geist des Abkommens, Herr Fichtner hat ja gerade darum gesprochen, dass das Rechte zweiter Klasse sind, dieser Geist, den möchten Sie dann nicht austreiben? Also die Bundesregierung ist grundsätzlich eine Bundesregierung, die den Freihandel jeder Form von Protektionismus vorzieht. Und wie Sie es wissen und wie auch Herr Fichtner gerade gesagt hat, gibt es in diesem EU-Mercosur-Abkommen jetzt erstmals ein ambitioniertes Nachhaltigkeitskapitel mit verbindlichen Regelungen. Das ist das Modernste, was wir im Rahmen eines solchen Abkommens als EU bisher verhandelt haben. Und gleichwohl gilt das, was ich gerade gesagt habe. Wir sehen mit ganz großer Sorge, und wir erfahren ja auch ständig neue Zahlen von Abholzung, von Brandrodungen im Amazonasgebiet. Und da stellt sich eben die Frage, ob der gute Wille vorhanden ist, einen ursprünglich intendierten guten Geist eines solchen Abkommens tatsächlich dann auch Realität werden zu lassen. Und darüber, diese Fragen müssen geklärt werden. Herr Linke dazu noch. Ja, auch direkt danach gefragt, Herr Seibert, was genau das die Zweifel an dem guten Willen heißen. Das Umweltministerium oder die Umweltministerin möchte ja eine Nachverhandlung, nämlich eine Gleichsetzung, wenn ich es richtig verstanden habe, zwischen umwelt- und handelspolitischen Überlegungen. Ist auch die Bundeskanzlerin dafür, dass dieses Abkommen in diesem Sinne nachverhandelt wird? Das werde ich Ihnen nachreichen. Da keine aktuellen Informationen. Bitte. Frau Adebar, das... Ich hätte eine Nachlieferung zur Frage von Herrn Warwick. Und zwar ist es so, dass der Herr, von dem Sie sprechen, ja ein ehemaliges Mitglied der OVCW ist und diese bereits 2002 verlassen hat. Es war beantragt worden, dass er als Briefer des Sicherheitsrates zum Tagesordnungspunkt die Situation im Nahen Osten, Syrien als Tagesordnungspunkt, Fortschritte der Beendigung des syrischen Chemiewaffenprogramms sprechen sollte. Und also nicht zum Thema Nawalny, wie Sie gerade sagten. Dieses Briefing durch den Herrn Bustani wurde abgelehnt und mit von vielen Ländern im Sicherheitsrat, Belgien, Deutschland, Estland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, da uns nicht ersichtlich war, wie Herr Bustani zur Aufklärung dieses oben genannten Syrien-Sachverhalts hätte beitragen können. Der Sicherheitsrat verabschiedete Resolution 2118, dessen Implementierung Gegenstand der Sitzung war, am 27. September 2013. Ebenso trat Syrien erst im September 2013 der Chemiewaffenkonvention bei, so dass die OVCW erst seit diesem Zeitpunkt ja berufen ist, das syrische Chemiewaffenprogramm und seine Beendigung zu überwachen. Und Herr Bustani hatte ja, wie bereits geschildert, die OVCW bereits 2002 verlassen, sodass aus unserer Sicht leider nicht ersichtlich war, was ein Briefing für diesen Sachverhalt wirklich an Sachverhaltsaufklärung gebracht hat. Dann mache ich jetzt mit einer digitalen Frage zum Thema Minijobs weiter, die sich vermutlich an Herrn Seibert oder und das Arbeitsministerium richtet. Ich glaube an Letzteres. Die Kollegin Lindner vom Deutschlandfunk fragt, es gab Meldungen, wonach die Grenze für Minijobs von 450 auf 600 Euro angehoben werden soll. Können Sie das bestätigen, beziehungsweise wie ist der Debattenstand innerhalb der Bundesregierung dazu?
Ja, der Vorschlag der Union zum Bürokratieabbau liegt vor und wird nun eingängig geprüft. Mit Blick auf die Forderung nach einer Anhebung der Entgeltgrenze für geringfügig entlohnte Beschäftigung, sogenannte Minijobs, ist zu sagen, dass diese ja nicht neu sind, und das BMAS lehnt eine solche Anhebung weiterhin ab. Für uns steht der soziale Schutz von Geringverdienenden im Vordergrund, und gerade in den vergangenen Monaten mussten viele geringfügig Beschäftigte schmerzhaft erfahren, dass sie eben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben und bei Jobverlust kein Arbeitslosengeld erhalten. Eine Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze halten wir daher weiter für den falschen Weg. Dann wechsle ich noch mal zum Verteidigungsministerium. Der Kollege Küstner aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat eine Frage zum Sturmgewehr. Dieter Werde, was den am Freitag verkündeten Vergabestopp beim neuen Sturmgewehr für die Bundeswehr angeht, wird diese Panne, wie aus der Opposition gefordert, personelle Konsequenzen haben? Und wie geht es nun überhaupt weiter im Vergabeverfahren? Ja, jetzt dachte ich fast schon, dieser Kelch geht an mir vorüber, aber das ist ja nicht die einzige Hoffnung, die diesen Prozess ein wenig gedämpft wird. Diese etwas flapsige Äußerung soll darauf hindeuten, dass natürlich die am Freitag notwendig gewordene Entscheidung nicht zu Begeisterungsstürmen bei den Beteiligten, insbesondere bei der verantwortlichen Vergabestelle, geführt hat. Aber ich möchte noch mal auf den Prozess verweisen, den wir auch aufgrund Ihrer zahlreichen Anfragen schon sehr deutlich auch mal an die Öffentlichkeit gebracht haben. Es ist nämlich ein sehr komplexer und durch sehr starke Restriktionen auferlegter und beschränkter Prozess. Wir haben hier sehr viele Fristen zu beachten, und zum Beispiel haben wir ja alle gemeinsam gelernt, dass wir nicht in Eigentumsverhältnisse von Firmen, die sich bewerben, reinschauen können. Und so ist es jetzt nun mal auch bei der Bearbeitung der Rüge und des Nachprüfantrages, den Heckler & Koch bei der Vergabekammer beim Bundeskartellamt gestellt hat. Auch hier unterliegen wir natürlich den rechtlichen Auflagen aller Stellen, die behördlicherseits mit einem Bedarf auf den Markt treten, und müssen die hier jetzt vorgetragenen Argumente gewichten. Hier ist es nun mal so, dass die Vergabestelle des Bundes, also das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, auch Beschaffungsstelle genannt, Beschaffungsamt, am Freitag aufgrund der vorgetragenen Argumente zu der Bewertung kam, dass der Prozess angehalten werden muss und dass die Bieter über die beabsichtigte Zuschlagserteilung zwar informiert wurden, aber diese Information aufzuheben ist. Das bedeutet, wir machen im Grunde einen Schritt zurück im Vergabeverfahren, weil eben nicht nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden kann, dass aufgrund von Patentrechtsverletzungen der Firma Henel, dass die Mitbieter, also hier Heckler & Koch, in irgendeiner Art und Weise benachteiligt wurden. In welchem Umfang, ob das so ist, muss jetzt natürlich geprüft werden. Und im Zuge dessen wird natürlich auch geprüft, ob es irgendwo auch auf unserer Seite, auf Seite der Vergabestelle des BAHIN, des Beschaffungsamtes, zu Fehlern im Verfahren gekommen ist. Aber ich kann das Ergebnis dieser Prüfung, die laut den Fristen einige Zeit in Anspruch nehmen kann, nämlich bis zu 2 Wochen, auch nicht vorwegnehmen. Das bitte ich Sie mir auch zugestehen, dass ich hier noch nicht über personelle Konsequenzen oder Ähnliches reden kann. Ob das überhaupt angezeigt ist, wird das Prüfverfahren seitens des Beschaffungsamtes dann bringen. Das Beschaffungsamt, die Leitung dort, wird einen entsprechenden Prüfbericht dem BMVG vorlegen, und dann werden wir Sie natürlich umgehend informieren, so wie wir Sie ja auch am Freitag über die neue Entwicklung informiert haben, nachdem auch das Parlament darüber informiert wurde. Ein kurzer Fahrplan für den Endspurt. Ich habe eine Nachfrage dazu und dann noch eine Frage von Frau Dudin und von Herrn Gavrilis auf der Liste. Und Herr Rinke und Herr Toffinier und eine Nachreichung aus dem Gesundheitsministerium. Deswegen mit der Bitte um knappe Fragen und gerne auch knappe Antworten. Ja. Herr Kollatz, wird bei der Ausschreibung seitens Ihrer Behörde
so etwas abgefragt, wie bei Promotionen oder so, dass versichert wird, dass man sich an sämtliche auch patentrechtliche Vorschriften hält, oder gehört das nicht zur Routine und bedeutet Ihre Aussage, dass eine Bestätigung der ursprünglichen Auftragserteilung an Hähnel nur dann erfolgen kann, wenn die Verdachtsmomente oder Vorwürfe zweifelsfrei aufgeklärt sind? Also ich kann bestätigen, dass natürlich die Prüfung der Leistungsfähigkeit, der Geeignetheit der Bewerbungen vorangeschaltet ist. Das ist ein sogenanntes Bieterverfahren, das dieses deutlich macht. Da verlangt man zunächst eine Selbstauskunft und prüft diese Selbstauskunft dann bei den entsprechenden Behörden, also zum Beispiel beim Kartellamt. Wenn sich hieraus keine Widersprüche ergeben oder keine Zweifel ergeben, geht es weiter im Verfahren. Man steigt in das eigentliche Vergabeverfahren ein. Mit der Rüge oder dem Antrag auf Nachprüfung wurden offensichtlich, so lese ich die Mitteilung des Beschaffungsamtes, neue Fakten vorgebracht oder zumindest neue Aspekte hervorgehoben. Und die haben eben dazu geführt, dass es eine Neubewertung der Entscheidung gab. Frau Dudin, jetzt sehe ich nicht genau, an welchem Mikro Sie sitzen. Ja. Eine Frage an Herrn Alter. Ist es richtig, dass aus Ihrem Ministerium Widerspruch kam gegen einen Referentenentwurf aus dem Justizministerium, der im generischen Femininum formuliert war? Und wenn ja, mit welcher Begründung? Ja, es ist zutreffend. Ich kann bestätigen, dass das BMI einem Gesetzentwurf, einem Referentenentwurf des BMJV widersprochen hat. Es handelt sich um den Referentenentwurf des Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts. Der Gesetzentwurf war sprachlich so ausgestaltet, dass er ausschließlich die weibliche Begriffsform verwendet hat. Und nach Ansicht des Verfassungsministeriums hat das bei formaler Betrachtung zur Folge, dass das Gesetz gegebenenfalls nur für Frauen oder für Menschen weiblichen Geschlechts gilt und damit höchstwahrscheinlich verfassungswidrig wäre. Denn während das generische Maskulinum, also die Verwendung der männlichen Sprachform, anerkannt ist für Menschen von männlichem und weiblichem Geschlecht, ist das generische Femininum zur Verwendung für weibliche und männliche Personen bislang sprachwissenschaftlich nicht anerkannt. Nach Ansicht des BMI muss der Entwurf an die geltenden Regelungen angepasst werden. Dies gilt vollkommen unabhängig davon, ob ein bestimmter gesellschaftlicher Zustand gewünscht ist. Die Richtigkeit der Sprache muss insbesondere bei Gesetzestexten auch im Hinblick auf die Rechtsförmlichkeit gewährleistet sein. Derzeit finden Gespräche statt mit dem Ziel einer Einigung. Nachfrage? Sie haben von höchstwahrscheinlich gesprochen. Läuft die Prüfung dann noch und wann wird es ein abschließendes Ergebnis dazu geben? Na gut, also die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen kann ja die Regierung nicht selbst feststellen. Das wäre also der Fall, wenn ein Gesetz in Kraft träte und es dann einer verfassungsrechtlichen Prüfung unterzogen würde. Aber aus den genannten Gründen geht das BMI davon aus, dass jedenfalls nach den bisher geltenden Regelungen zumindest Zweifel an der Verfassungsgemäßigkeit des Gesetzes bestünden. Herr Gavrilis. Ja, mich würde nochmal, sorry fürs Hin und Her, die Meinung des BMJV dazu interessieren, ob das jetzt, warum es dazu gekommen ist, also warum haben Sie sich größtenteils für das generische Femininum entschieden und wird man jetzt auf die Beschwerde des Innenministeriums eingehen und das ins generische Maskulinum, das komplette Gesetz, umschreiben? Und dann vielleicht noch in der Zwischenzeit eine zweite Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, ob es in anderen Ministerien die Idee gibt oder den Gedanken, vom generischen Maskulinum in zukünftigen Gesetzen abzuweichen. Ich möchte insbesondere auf zwei Sachen hinweisen, nämlich zum einen, dass die Arbeiten an dem Referentenentwurf noch nicht abgeschlossen sind und damit eben auch noch nicht die Ergebnisse der Sprach- und Rechtsprüfung beinhalten. Und insofern wird der Entwurf, bevor dem Kabinett zugeleitet wird, auch nochmal von uns überarbeitet. Zweite Frage, ich weiß nicht, wer sich angesprochen fühlt. An wen richtete Sie sich? An Herrn Seibert? An alle Ministerien, ob es irgendein Ministerium gibt, dass die sozusagen die Handhabung bis jetzt ändern würde und dem BMJV folgen würde. Aber wir werden jetzt nicht nach und nach jedes Ministerium nochmal durchgehen. Herr Seibert, fühlen Sie sich berufen?
Es könnten sich ja Ministerien melden, die das vorhaben. Das sehe ich aber nicht. Das sehe ich auch nicht. Dann mache ich weiter bei Herrn Toffinier. Frage ans Bundeswirtschaftsministerium und ans Außenministerium zum Thema Rüstungsexporte Ägypten. Frau Bauer, es gab ja heute Pressemeldungen, wonach Rüstungsexporte nach Ägypten im Werte von mehr als 580 Millionen Euro getätigt worden sind dieses Jahr. Können Sie diese Zahl bestätigen? Und Frau Adebar, wie vereinbar sind diese Rüstungsexporte in Ländern wie Ägypten, die ja massiv Menschenrechte verletzen und auch in Kriegsgebiete wie in Jemen und Libyen aktiv sind? Ja, vielen Dank. Ich kann Sie verweisen. Die Zahlen finden Sie in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage. Das ist die Frage Nummer 589 im Monat September, auch auf unserer Website veröffentlicht. Dazu nehmen wir Stellung über die Ausführung von Rüstungsexporten in den ersten 9 Monaten dieses Jahres. Die haben einen Wert von 4,1 Milliarden Euro. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Vorjahreszeitraum lag der Wert bei 6,3 Milliarden Euro. Und dort sind auch die Hauptempfängerländer aufgeführt. Wie immer gilt, Schwankungen in den Rüstungsexportzahlen sind normal, denn sie hängen natürlich ab vom jeweiligen Rüstungsgut und ob das gerade einen hohen Wert hat oder nicht. Deshalb ist der Wert als solcher kein tauglicher Gradmesser. Und im Übrigen gelten hier die Grundsätze der Rüstungsexportgenehmigung, die wir hier oft beschrieben haben. Wir verfolgen eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportkontrollpolitik, eben orientiert an außenwirtschaftlichen Grundsätzen, wie beispielsweise die Situation der Menschenrechte. Dem kann ich nur beipflichten. Und natürlich ist es so, dass wir die Menschenrechtslage in Ägypten auch beobachten und auch mit der ägyptischen Regierung die Frage von bürgerlichen Freiheiten und von Menschenrechten und vor allen Dingen von dem Recht auch auf freie Meinungsäußerung regelmäßig thematisieren und in Gesprächen ansprechen. Was die internationalen Konflikte angeht, die Sie genannt haben, rufen wir Ägypten auf, sich dort konstruktiv einzubringen. In den letzten Wochen ist das beispielsweise zum Thema Libyen ein weiteres Thema, was wir dort besprechen. Und wir rufen alle dazu auf, die VN-Prozesse, die es gibt, dort zu unterstützen. Und das gilt natürlich auch für Ägypten. Die letzte Frage hat Herr Rinke. Und dann haben wir noch eine Nachreichung vom Gesundheitsministerium. Ja, die Frage geht ans Wirtschaftsministerium. Die Chefin von ThyssenKrupp hat einen Staatseinstieg bei dem Konzern als Option bezeichnet heute. Ist das auch eine Option für das Wirtschaftsministerium oder den Wirtschaftsminister? Ja, vielen Dank, Herr Rinke. Ich möchte Sie darauf verweisen, was Minister Altmaier vergangene Woche, ich glaube so ziemlich genau vor einer Woche, gesagt hat aus Anlass der Pressekonferenz der EU-Energieminister. Da hat er wirklich gesagt, ich zitiere, ich glaube, dass die Probleme der Stahlindustrie nicht in erster Linie mit Staatsbeteiligungen gelöst werden könnten, sondern wir brauchen Wettbewerbsmodelle für die Zukunft. Darüber wird im Moment intensiv diskutiert. Wir haben im Handlungskonzept Stahl die Pisten für die Reflexion dargelegt und dass erfreulicherweise alle Stahlkonzerne in Deutschland bereit sind, den Weg zum klimaneutralen Stahl gemeinsam mit der Bundesregierung zu gehen, werden wir als starkes Signal. Vielleicht noch zwei einordnende Worte zu Ihrer Frage. Es ist richtig, dass die Stahlindustrie sich aktuell in einem sehr großen Transformationsprozess befindet, der geprägt ist und getrieben wird von zwei Entwicklungen. Das sind zum einen die aktuellen Situationen auf den internationalen Märkten, die seit einigen Jahren ja bekannt sind und da auch für Überproduktion sorgen. Und zum anderen gibt es natürlich einen Umbauprozess vor dem Hintergrund des Klimawandels, der verfolgt werden soll hin zu grünem Stahl. Deshalb haben wir das Handlungskonzept Stahl im Juli im Bundeskabinett verabschiedet, zusammen mit der Industrie, mit der Stahlindustrie und auch den Gewerkschaften, die daran beteiligt waren. Für uns ist das ein politisches Gesamtkonzept und daran legen wir eben fest, dass Investitionen erfolgen müssen hin zu grünem Stahl, um eben in Zukunft Arbeitsplätze und Zukunftsfähigkeit der Industrie zu sichern. Der Bundeswirtschaftsminister hat auch immer deutlich gemacht, dass er auch natürlich darunter versteht, dass es öffentliche Gelder sein müssen, mit denen Anreize gesetzt werden für diese Investitionsentscheidung und für den Umbauprozess. Aber nochmal zur Einordnung die Erinnerung an das, was der Minister circa vor einer Woche wörtlich gesagt hat.
Nachfrage? Darf ich kurz nachfragen? Sie zitieren jetzt eine Äußerung von vor einer Woche. Diese Äußerung, die ich meinte, kam von heute. Das Unternehmen sieht das offenbar anders als das Wirtschaftsministerium, aber Sie bleiben bei der Haltung, dass ein Staatseinstieg eigentlich nicht auf der Agenda steht. Wie gesagt, ich bleibe, die Äußerungen, die der Minister letzte Woche getätigt hat, bezogen sich damals auf eine ziemlich gleichlautende Äußerung der IG Metall. Deshalb gilt das Gesagte auch heute noch. Und ich möchte noch mal betonen, dass wir in Umsetzung des Stahlkonzepts ja auch im direkten Austausch sind mit der Stahlindustrie, mit den Gewerkschaften, und dieser Austausch natürlich weiter stattfindet, eben um das Stahlkonzept umzusetzen. Dann das das Gesundheitsministerium. Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne noch eine Zahl nachreichen, genauer genommen zwei Zahlen. Es gab die Frage nach der Auslastung der Testlabore, die den PCR-Test vornehmen. Ich kann Ihnen da die Zahlen für die 40. Kalenderwoche nennen, und zwar in dieser Woche 1,1 Millionen Tests vorgenommen. Und die Testkapazität lag bei 232.000 Tests pro Tag. Da muss ich aber vielleicht gleich vorweg schicken, dass nicht alle Testlabore auch ihre Kapazitäten melden. Der Großteil macht das. Diese Meldungen erfolgen auf freiwilliger Basis, aber einige Testlabore nehmen keine Meldungen der Testkapazitäten vor. Dann danke ich Ihnen für diesen Montagmittag. Eine schöne Woche und bis Mittwoch an dieser Stelle.